Ja, hallo. Guten Tag. Ich wollte hier gerade ein paar Sachen klären und schauen und gucken. Und generell noch zwei, drei Sachen organisieren und machen. Relodollos ist auch live. Ist. Ja gut. Aber ich wollte gerade überlegen, ob ich kurz den lieben Ludolus einmal raide oder so mit euch, aber ich muss noch ein paar andere Sachen schauen und aufbauen. Und deswegen muss ich jetzt mal gerade schauen. Hier möchte ich auf jeden Fall. Auf den Creator Dashboard. Und hier gehe ich mal eben. Ihr seht das noch alles klar. Hier gehe ich mal eben. Wir lassen gerade mal ein bisschen laufen. Vielleicht kommen ja noch welche rein. Einstellungen. Okay. Danke, liebes Handy, dass du mich immer so nett informierst über alles. Ja, liebe Leute, Just Chatting-Format. Irgendwie muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich drücke mich immer so ein bisschen vor diesen ganzen Formaten. Weil das da. Das wollte ich machen und hier gehen wir. Alles aus, alles leer. Oh, OBS wieder an. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich stelle mir heute wieder mal, wie schon ein Jahr lang, echt cool, werde ich mir heute wieder die Fragen stellen. Möchte irgendwie mehr hier im Bild. Genau. Gefällt mir. So, nochmal, hallo alle zusammen. Ja, wie seit einem Jahr stelle ich mir jetzt auch heute wieder die Frage, was habe ich gemacht? Was plane ich noch zu machen? Und macht mir das Ganze noch Spaß? Obwohl ich jetzt sogar, ich glaube, in diesem schönen Jahr 2022 gerne noch einen Punkt dazufügen möchte. Und zwar. Wie ist das mit dem Affiliate-Zustand? Ich weiß nicht, ob ich den dauerhaft reinpacke oder nicht, aber so sieht es jetzt erstmal aus. Okay. Okay, Leute. Fangen wir doch einfach mal an. Also ihr könnt auf jeden Fall gerne Fragen reinstellen. Ich habe den Chat sogar hier an. Ich hoffe, wir können uns hier ein schönes Stündchen machen, um ein bisschen zu quatschen. Okay. Ich glaube, ich kann ja mal so ein bisschen schon mal für mich selbst überlegen, was habe ich bis jetzt gemacht. Und oder gerade in den letzten Monaten. Und ich glaube, da kann ich für mich so zusammenfassen, dass ich sehr wenig mache zurzeit. Also ich habe angefangen jetzt, ich hatte jetzt mein Kanal hatte ich jetzt angefangen. Sorry, bewegen sich gerade Bilder rum. Ich hatte jetzt gerade angefangen, wieder einen Sendeplan zu machen für die Wochen. Ich hatte das in den letzten Monaten irgendwie rausgenommen, weil mir das zu stressig wurde irgendwie. Mit Arbeit und allem. Aber ich muss sagen, mir fehlt halt was. So, mir wurde rückgemeldet, dass ich scheiße aussehe mit so einem V-Ausschnitt gerade. Und ich habe eigentlich alles so ziemlich bei allem gelassen, glaube ich. Ich glaube, ich bin mit allem irgendwie so geblieben, wie ich das vorher gemacht habe. Ich glaube, ich habe keine großen neuen Projekte zugepackt, außer natürlich eine Sache.
Und zwar Among Us. Und Phasmophobia habe ich auch gespielt. Also wieder mit dem lieben Dr. Nutella was gespielt. Und das hat eigentlich sogar so viel Bock gemacht. Left 4 Dead habe ich auch gespielt, auch mit dem lieben Joey. Also da schon ein paar neue Sachen gemacht. Genau, ich habe ja jetzt den Oculus, den Bacorius auch seit dem letzten Video kennengelernt und mit denen jetzt vor allem Crusader Kings, obwohl der Proculus auch schon sagte, dass er mal bei einer Among Us-Runde mit dabei wäre. Und Among Us ist gerade das Thema für mich, denn ich muss halt auch sagen, ja, meine liebe bessere Hälfte hat so ein bisschen interveniert. Wir gucken halt zusammen super gerne Among Us Videos vom Blaze, vom Dalukart hauptsächlich. Und meine Frau sagt, mach das auch mal. Da gucke ich dann auch mehr zu. Ja, und ich tue alles für meine lieben Zuschauer, auch wenn es meine Frau ist. Sogar wenn es meine Frau ist, mache ich dann auch für die was. Grüße gehen raus. An dich natürlich auch. Und ja, ich habe sogar so ein bisschen mit der Speedy Cat und dem Dewey, Dr. Nutella quasi, habe ich so ein bisschen überlegt, ob man das nicht wirklich auch regelmäßiger machen kann. Und das machen wir jetzt. Versuchen es. Ne? Diese Woche dann auch wieder. Gibt es auch wieder den Versuch des eines Among Us Streams. Ich versuche gerade. Dann vielleicht kriegt man das am Samstag hin. Und vielleicht kriegt man auf Dauer dann wirklich eine feste Gruppe zusammen, mit der man wirklich regelmäßiger spielen kann. Beim Spielen dann natürlich auch The Other Roles und den tollen Crewman-Bot, wo man miteinander reden kann im Spiel, wenn man in der Nähe ist. Finde ich super cool. Genau, das sind so die Überlegungen gerade. Sind wir schon beim Weiterführenden, ne? Das sind so die Sachen, die ich mir zurzeit überlege. Mein Kanal entwickelt sich, ja, schleppend, aber gut. Schleppend, aber vorwärts. Was aber auch natürlich daran liegt, dass ich so wenig Content mache. Und mein großes. Achtung, ich nehme mir wieder was in die Hand. Ich muss was in der Hand halten. Ich habe einen Schraubenzieher. Und. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Schraubenzieher hat mich jetzt völlig rausgebracht. Guckt mal. Genau. Das ist das Ding mit dem Among Us. Ja, was habe ich nicht gemacht? Sport habe ich gar nicht gemacht. Ich habe überhaupt keine Muße gehabt. Ich war in so einem richtigen Winterloch, liebe Leute. Sport habe ich gar nicht gemacht. Außer letzte Woche, da war ich einmal wieder schwimmen. Und ich habe mir auch für die Zukunft was überlegt für den Sport. Wir haben, also der Gedanke ist halt, dass ich überhaupt keinen Bock habe auf die Sportshow, so wie sie jetzt ist. Ich drücke das so weit immer weg und raus, wo die Idee an und für sich ganz gut ist. Und eventuell könnte ich mich überzeugen lassen, die Sportshow auf so eine Art Talk-Format wie jetzt zu machen, wo ich einfach so ein bisschen quatsche über das Thema Sport. Das könnte ich mir noch überlegen. Dann würde ich das einmal noch monatlich dazu packen. Ich würde natürlich auch, aber da seid natürlich ihr, eure Mitarbeit und eure Hilfe gefragt, gerne auch Talk-Formats wöchentlich machen, wo ich über politische aktuelle Themen rede oder generell einfach so offene Talk-Formats mache. Aber ich glaube, da brauche ich auf jeden Fall noch mehr Follower, da brauche ich auf jeden Fall noch mehr Leute, die dann auch mal hier einschalten und auch mal dazu schreiben. Ne? Definitiv. Also da bin ich halt immer noch nicht dran. Die Frage ist halt natürlich, das ist halt bei Twitch gerade so eine sporadische Sache halt, ne? Also entweder man setzt sich hier hin, macht an, man wirbt auch dafür und es kommt keiner in den Chat. Oder man setzt sich einfach hin und auf einmal hat überhaupt keinen Hintergrund dabei. Aber man sind super viele Leute da. Ne? Und wahrscheinlich ist es einfach so eine Angebotsfrage, denke ich mir zurzeit. Dass ich einfach öfter solche Talk-Formate anbieten muss und in der Hoffnung, dass dann mehr Leute dazukommen. Und also sich auch beteiligen natürlich. Weil so ein Just Chatting ist natürlich, bringt natürlich nur was, wenn so Leute dabei sind. Ne? Dieses Tagebuch, was ich jetzt mache, ist natürlich noch eine Ausnahme, weil ich das Ganze natürlich nach YouTube ziehen möchte, um natürlich auch so ein bisschen zu dokumentieren für mich,
kann ich mir alle Videos irgendwann angucken für jeden Monat, mehr oder weniger. Was habe ich gemacht? Was plane ich zu machen? Macht mir das Ganze noch Spaß? Ne? Und das zum Thema Sport. Also ich werde jetzt auf jeden Fall wieder anfangen. Ich weiß, dass ich das auch wieder muss. Der Sommer kommt, liebe Leute. Und ich möchte das auch sehr, sehr gerne machen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass ich dann erstmal zum Sport gehe und dann in meiner Discord-Gruppe die Punkte erstmal so zählen werde. Vielleicht findet sich ja irgendwann noch jemand, der da mitmacht bei diesem Sport-Event. Haben sich ja tatsächlich auch zwei Kunden gehabt, die Nika und der liebe das liebe Schäfchen, so sagen wir es. Professor Schaf oder wie viele Nicknamen du hast, Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Sehr schön, hat mich auf jeden Fall motiviert, trotz so einem Tief, das ich hatte, weiter Sport zu machen. Und das war richtig cool. Ja gut, liebe Leute, das auch zum Thema Sport. Auch der gute Ludo ist schon wieder offline. Schade, hat da wahrscheinlich noch was getestet. Na gut. Lass mich. Genau, wie so ein. Mein Gott, ich und die Kötze. Ich lasse mich auch ablenken wie sonst was bei mir. Ne? Das und meine Technikaffinität sprechen gegen so einen Kanal. Aber meine Lust da drauf spricht auf jeden Fall dafür. Okay, Leute. Sport haben wir auch erledigt. Sport haben wir auch drüber gequatscht. Was gibt's noch zu bereden? Was gibt's noch zu überlegen? Oh, hier kommt gerade. Ach so, habe ich gerade geguckt. Ich dachte, hier kam gerade Werbung. Im Hintergrund, ihr hört diese wunderschöne, dudelige Musik. Das ist das Lo-Fi-Hip-Hop-Kanal. Ist verlinkt, was kostenfrei allen Streamern erlaubt, ihre Musik zu nutzen. Finde ich sehr cool. Er hat auch was sehr Entspannendes, Lo-Fi-Hip-Hop gibt von Mr. Wissen2Go auch. So ein schönes Video, oder? Oder von Simply Sisyphus. Ich glaube, Simply Sisyphus gibt es da auch ein schönes Video von, was er da so macht und tut. Man merkt, ich habe ein Konzept, ich habe einen Plan. Ich habe mich nicht einfach hier hingesetzt und gesagt, komm, du musst jetzt einfach irgendwie was starten. Du musst jetzt einfach loslegen mit diesem Video-Ding. Und deswegen habe ich ein wahnsinnig gutes Konzept, was darauf baut, dass Leute im Chat sind, was natürlich jetzt gerade niemand, wo natürlich jetzt gerade niemand ist. Vielleicht auch nicht die richtige Sendezeit dafür. Halt auch die Frage. Ja, was mich zurzeit auch so ein bisschen umtreibt, ist Minderjährige bei Twitch. Bei einem meiner Formate gibt es einen jungen Mitspieler, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag und mich sehr, sehr schätze. Der ist aber erst 14. Ich sage jetzt absichtlich mal gerade seinen Namen nicht. Aber das trieb mich zurzeit so ein bisschen um, weil ich zurzeit mich eher, finde ich, dahin entwickle, Partner und Leute zum Zocken zu finden, die so in etwa mein Alter sind. Also Ende 20, Anfang, Mitte 30 habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Vielleicht noch Mitte 20, aber eben nicht mehr im Teenageralter sind. Und wir wissen alle, wie heftig das Teenageralter ist. Und da ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass da auch sich Welten trennen. Welten, die ich natürlich irgendwo gern zusammenführen würde, aber ich glaube, das würde sehr schwierig werden. Und gerade dadurch, dass da auch durch diese Generationentrennung einfach so wahnsinnig viel Unterschiede herrschen, die schwer zusammenbringbar ist. Und ich bitte euch, liebe Leute, sucht euch eine Vertrauensperson, gerade im Internet. Und dann, wenn jemand gewisse Witze nicht versteht, ein Jüngerer, oder Anspielung oder auch so eine Schelle, so eine verbale Schelle, die er dann richtig versteht. Oder erst im Nachhinein, daraus können sich halt, finde ich, ganz böse, toxische Dinge entwickeln, die jetzt zur Zeit, in letzter Zeit so ein bisschen aufgekommen waren. Ich das Gefühl habe, oha, also wenn wir so weitermachen und irgendwann gewisse Leute zuschauen, ich rede jetzt zum Beispiel von Leuten, die, ich sag mal so, ihr eigenes Selbstwertbild dadurch erhöhen, andere abzuleveln,
die dann in den Chat kommen und sich das ansehen und dann ordentlich Kommentare gegen diese Person raushauen, das macht mir wirklich Sorge, dass diese Person dann quasi im Internet gemobbt wird. Und da habe ich ein Gespräch mit dem geführt und deswegen ist so Mobbing im Internet ist schon ein Thema, finde ich. Ein wichtiges Thema, was mich zurzeit auf jeden Fall diesen Monat extrem umgetrieben hat. Wir waren noch nicht an dem Punkt, also definitiv nicht. Und generell hatte ich auch noch keinen Troll, glaube ich, bei mir. Also ich hatte Bots, glaube ich, schon bei mir, die mir irgendwelche Werbeannoncen gemacht haben. Ich hatte andere interessante Leute, die mal einen Kommentar bei YouTube oder so geschrieben haben. Aber so richtig, dass jemand mir gegenüber vernichtende Kommentare gemacht hat, das hatte ich noch nie. Und ich frage mich halt, woher kommt das? Warum? Was ist das? Was bringt jemanden dazu, sowas zu tun? Das stelle ich mir schon länger die Frage. Und wie gesagt, die einzige Antwort, die ich habe, habe ich schon hier gegeben. Das eigene Selbstwertgefühl aufleveln, um den anders abzuwehren. Ne? Wenn der schlechter ist als ich, dann kann ich ja nur besser sein. So. Dieser Gedanke ist der einzige, der Sinn macht dafür für mich. Ich persönlich hatte noch gar keinen Troll. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, ich wäre happy, wenn ich mal einen Troll hätte. Weil ich glaube, das ist so ein Zeichen, dass man Reichweite hat. Und da noch gar kein niemand da war, der jemanden Kanal schlecht macht, den ich eine Auszeit geben musste, den ich rausschmeißen musste oder so. Oh, sorry. Das hatte ich noch gar nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich ein Wörtchen mit dem jungen Mann gewechselt, der auch super annehmen konnte für sein Alter. Und genau, ich glaube, ich wäre halt auch bereit gewesen. Also gerade ist mal kurz zurück. Also es geht mir gerade um solche Sachen, dass man jemanden hat, mit dem man die Situation einordnen kann, der einem so eine Rückmeldung, ehrliche Rückmeldung geben kann von wegen, ey, der und der Kommentar war jetzt hart, wie geht's dir damit? Ne? Lass uns mal darüber reden. Und sich auch die Frage stellen kann, wo ist meine Grenze? Ne? Das ist ja gerade für unter 18-Jährige ist das mega wichtig zu lernen, was darf ich erlauben, dass Leute mit mir machen und was nicht. Ne? Ich erinnere mich, ich hätte das gern gehabt. Ich habe viele Leute, viele Dinge mit mir machen lassen, die mir nicht gut getan haben. Immer noch. Ne? Aber ich muss halt mittlerweile für mich sagen, dass ich im Moment das Standing habe, dass ich auch sagen kann, okay, das war mir zu viel. Also das war mir zu heftig irgendwie, diese Aussage. Ich nehme Abstand dazu von dir und so. Ne? Das kann mehr bringen, als man sich das denkt. Ja. Internet-Mobbing. Und ich glaube, ich kann das aushalten, wenn man mir im Internet Kritik macht und wenn man mir böse Sachen sagt. Das ist ja das Schöne an Twitch. Man kann diese Leute, wenn sie zu weit gehen, kann man die Leute rausschmeißen, dann sind die halt nicht mehr Teil davon. Eine richtige Trolle können dann natürlich noch andere Sachen glänzen und brillieren. Aber oh, sorry, mein Gott, ey. Hier ist überhaupt kein Schwung in der Unterhaltung heute. Das Jahr beginnt sehr spannend. Aber es ist auch irgendwie Winterzeit, ne? Die Sonne ist nicht da. Die Wolken sind weg. Ja. Kann das sein, dass ich die Musik ein bisschen lauter ist als ich? So, machen wir mal die Musik ein bisschen runter, Leute. Ja, aber es soll natürlich auch heute um ein ganz wichtiges Thema gehen. Es soll natürlich auch heute ums Geld gehen. Ich bin jetzt affiliniert. Ich bin im affiliniate Zustand, also Vermarktungszustand. Und ja, ich mache das wegen dem Geld oder wegen des Geldes. Könnt ihr euch aussuchen, wegen was ich mache. Ich mache das, ich habe hier Werbung bei mir geschaltet. Und ich mache das tatsächlich, weil ich damit Geld verdienen möchte. Ich möchte das ganz offen und ehrlich sagen. Ich bin in so einer Facebook-Twitch
in so einer Facebook-Twitch-Gruppe, wo immer Leute für sich werben und so. Hauptsächlich werben Leute da für sich, aber mir geht es da mehr um so einen Austausch mit anderen Leuten auf Twitch. Und da ist ganz oft so, du bist Affiliate, du machst das wegen dem Geld. Und warum kann man das nicht sagen? Ja, ich möchte Geld verdienen hiermit. Und darum geht es heute auch in diesem Format so ein bisschen. In diesem Just Chatting habe ich jetzt überhaupt schon Geld verdient. Und ich kann schon mal spoilern, Achtung, Spoiler. Ja, ich habe Geld verdient damit. Wir gucken uns gleich mal an, wie viel Geld ich damit verdient habe. Und es ist aber nicht so viel. Und ich muss halt sagen, die Ausgaben werden nicht gedeckt dadurch. Ne? Vielleicht natürlich, wenn man mehr Zuschauer hat und das meiste Geld, was ich bis jetzt verdient habe, habe ich durch Leute, die mir Prime-Abos und so gegeben haben. Ich wusste gar nicht, dass man dadurch Geld verdienen kann. Schon krass. Ja, ich möchte das Geld aber nicht privat. Ich möchte Geld haben, um mir davon schönere Sachen zu kaufen. Ich möchte jemanden beauftragen. Es gibt schon jemanden aus Pakistan, kommt die junge Dame, mit der ich im Kontakt bin. Die möchte dafür Geld haben, dass sie mir ein schönes Profilbild malt. Mich. So als cartoonmäßig. Wie es der gute Ludoldus hat, schaut mal unten gerne bei Twitch bei mir rein. Da findet ihr den Real Ludoldus verlinkt. Er hat so ein schönes Cartoon-Bild von sich als Profilbild. Das möchte ich auch haben und ich möchte dafür nicht das Geld ausgeben, was ich beruflich verdiene, weil ich finde, dass dieses Geld für meine Familie ist. Ne? Davon geht Geld fürs Auto, fürs Essen und so drauf. Und ich möchte da eine klare Trennung haben. Ich möchte, dass das hier mein Hobby bleibt. Und ich möchte, dass meine Familie an das Geld. Ja, das ist vielleicht ein bisschen naiv gedacht. Klar. Weil ich natürlich auch solche Sachen beachten muss, wie die Steuern und so. Natürlich auch meine Familie betrifft. Aber ich bin mir so sicher auch im Moment, dass ich nicht über diesen Freibetrag kommen werde. Ne? Und trotzdem muss ich ein Gewerbe anmelden. Und das kostet Geld. Ein Gewerbe anzumelden kostet Geld, liebe Leute. Das kostet wirklich Geld. Bei mir in meiner Region kostet das 26 Euro. Ne? Das ist schon krass. Und ja, ich weiß nicht. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann damit Geld verdiene und auch Steuern zahlen muss. Es gibt ja einen Freibetrag. Wir aber zusammen ein bisschen uns informieren. Das wollte ich nämlich sowieso mit euch machen. Und schauen uns einmal an, welchen Freibetrag und so es gibt. Wir googeln das einfach mal. Kommt mal mit, mein Schneidefinger. Achso, ich muss die Bildschirmaufnahme noch nach oben. Das packe ich mal nach oben. Nee, das Videoaufnahmegerät kommt auch weg. So, haben wir es jetzt? Passt das? Ja, ne? Aber ja. Schauen uns das mal an. Frei. Freibetrag Steuer. Was finden wir denn da? Jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin steht automatisch der sogenannte Grundfreibetrag zu. Also Einkünfte. Steuer, Freibeträge. Ich glaube, das ist was anderes. Freibetrag, Steuer. Ich glaube, das ist. Glaube ich, vertue mich da jetzt hier gerade, Leute. Das ist Steuernebenerwerb. Nebenverdienst. Das ist es, glaube ich. Aber ich habe hier mal Steuer aufgemacht. Online-Steuererklärung, das ist ja super nett. Fassen wir mal an. Gucken wir mal dumm. Notwendige aktivieren, weil die anderen Cookies machen wir weg. Würde ich jedem empfehlen, das so zu machen. Ja, vielen Dank. Oh ja, das machen wir auf jeden Fall hier. Freibeträge, Pauschalbeträge senken, die Einkommen ganz einfach Steuer sparen. Wir erklären, wie Kinderfreibetrag. Die Kinderfreibetrag ist ja alles ganz nett. Aber das ist nicht das, was ich gerade suche. Wir suchen gerade die. Wie viel kann man steuerfrei dazu verdienen? Genau, 450 Euro.
Da gibt es aber auch eine Jahresbilanz und ich meine, die hat sich nämlich geändert. Die liegt nämlich jetzt, und das suche ich eigentlich hier für euch raus, die liegt genau bei 5.400 Euro. Das wollte ich einmal sagen. Ne, das entspricht einer Verdienstgrenze von 5.400 Euro im Jahr. Ne, wenn man sich das mal überlegt, dann klingt das erstmal viel, aber aufs Jahr begrenzt, wie gesagt, monatlich nicht mehr als 450 Euro. Ne? Das ist das Ding. Ja. So, das ist das Ding, was ich meine. Also, man muss sich das mal überlegen. Im Moment bin ich auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich diesen Freibetrag locker unterschreibe. Ne? Jetzt habe ich auch noch gehört, das deckelt sich aber irgendwie auch mit den Einnahmen, die du normalerweise als Arbeitgeber hast. Aber das ist meiner Information nach erstmal nicht so. Wie gesagt, ich bin auch im Kontakt mit dem Finanzamt, was mir natürlich auch gesagt hat, ja, weil ich auch erst halt zum Beispiel nicht dachte, dass ich einen Gewerbeschein brauche. Hat mir aber ganz klar gesagt, das Finanzamt doch. Den brauchen Sie am besten jetzt schon, so, Aufnahme der Tätigkeit, die ich ja jetzt habe. Und das habe ich dann auch gemacht. Den Freibetrag. So, wir können ja mal überlegen und auflisten, was habe ich eigentlich bis jetzt für dieses Hobby ausgegeben. Ich kann das ja mal einmal grob überschlagen. Und was müsste ich an Einnahmen haben, um das wieder reinzukriegen? Und ich rede hier davon, dass ich wirklich, ich glaube, drei, vier Sponsoren schon quasi hatte. Die möchte ich damit einkalkulieren, eigentlich gerade für mich, für meine persönliche Rechnung. Wo mir drei Spiele ungefähr zur Verfügung gestellt wurden von super netten Leuten. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich die Namen sagen soll oder nicht. Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, muss das nicht sein. Deswegen sage ich die auch gerade nicht. Aber wo mir ungefähr für 120 Euro jetzt Spiele zur Verfügung gestellt wurden. Wäre schon mal auf der Pro-Seite. Auf der Kontra-Seite sind Ausgaben wie mein Q3-Mikrofon. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier gezeigt habe. Ich jetzt abbauen, habe ich jetzt keinen. Ne, ich kann euch hier. Ah doch, ihr seht es. Q3-Mikrofon. Ist natürlich auch so ein Spuckschutzhorn, ne? Soll ich das mal drin lassen? Die Umfrage starten, ob ich mein Q3-Mikrofon drin lassen soll oder nicht. So, lassen wir das mal drin. Irgendwie sieht das ein bisschen professionell aus. Oder nicht, ich weiß es gerade. Ist ja auch egal. Deckt mir so ein bisschen die Sicht. Ärgert mich so. Ja, okay. Nee, irgendwie stört es mich. Nee, komm wieder. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Gut. Also, was habe ich gesagt? So ungefähr 120 Euro auf der Pro-Seite schon. Dadurch, dass mir nette Leute Spiele zur Verfügung gestellt haben. Und auf jeden Fall dieses Mikrofon, was ich mir über dieses Internet habe bestellen lassen. Das habe ich ungefähr 10 Euro auf jeden Fall gekostet. Ne? Diese ganze Ausrüstung, die ich hier habe, muss ich wirklich sagen, habe ich mir erschnort und ergaunert. Also meinen zweiten Bildschirm, den ich hier habe. Einen alten Laptop, den ich hier auch noch stehen habe. Das sind halt auch Sachen. Da habe ich nichts für ausgegeben. Ne, der Hintergrund ist vielleicht noch eine Sache. Der Hintergrund, dieses schöne Leuchtding, was ihr da seht, das auch aussieht da hinten, ne? Sieht nie aufgeräumt aus. Aber ich bin auch nicht für meine Ordnung. Dieses Leuchtding zum Beispiel, das hat beim, ich glaube, beim Woolworth, oder was, anderer Laden. Ups. Bitte ignoriert den letzten Satz. Habe ich bei einem einschlägigen Laden besorgt für 12 Euro, glaube ich.
die einzelnen Buchstaben hier hinter mir. M-A-T-T-A habe ich, ich glaube, für jeweils 3 Euro, 5 mal 3, 15 Euro. Also 27 Euro schon, plus noch mal gute 15 Euro, ne? Und noch mal hier 13 Euro, 27, 30, 40 Euro, 55 Euro, diese Deko hinter mir. Den Rest habe ich alles privat und so besorgt, ne? Eine neue Gaming-Maus habe ich mir besorgt, eine, die schön leuchtet. Den Rest habe ich mir alles verschnort. Gut, ich habe mir einen Rechner besorgt. Nicht nur fürs Streamen, sondern auch so fürs Zocken. Deswegen frage ich mich immer noch, ob das da reingerechnet werden kann oder nicht. Aber wenn, dann habe ich mir den zusammengestellt über das Internet. Und wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, haut es mir in die Kommentare. Würde ich gerne drauf. Oder kommt mal in den Discord, dann quatschen wir darüber. Alles in der Videobeschreibung verlinkt bei mir. Unten in den Infoboxen, die ihr alle kennt. Ob ihr das bei Twitch gerade guckt oder bei YouTube. Bei Twitch guckt aber gerade keiner zu. Also falls ihr das jemals bei YouTube guckt. So, jetzt haben wir hier gerade Werbung. Ne? Erste 30 Minuten. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Nach dieser kurzen Werbeunterbrechung. Und drehen wir da. Lucky, wieso bist du hier nicht bei mir im Chat? Na, also, wüsstest du doch, dass ich hier gerade live aufsende. Machen wir einen Cut. Und, so. Hier raus und Ende. So, hier machen wir jetzt einen Cut. Hallo, da bin ich wieder. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Werbung. Genau, ich war bei der Haben- und Geben-Seite. Also 1700 hat mich dieser Rechner neu zusammengestellt gekostet. Und da wären wir jetzt deutlich im Minus davon. Ja, obwohl ich mir, glaube ich, sowieso irgendwann einen Rechner geholt hätte. Ich glaube, die Frage ist, hätte ich mir den geholt? Letztes Jahr habe ich mir den geholt. Um ordentlich streamen zu können. Also ich glaube, sollte man schon. Sollte man schon gucken. Naja, auf jeden Fall bin ich dabei, dass ich dann jetzt knapp zusammengerechnet. Wenn man den Rechner jetzt mitnimmt. Wir nehmen den Rechner jetzt einfach mal mit in Gedanken. Und dann bin ich bei knapp. Da bin ich bei knapp 1600 Euro, die ich im Minus bin, um diesen Kanal zu betreiben. So, jetzt kommen noch Kleinigkeiten dazu. Jetzt kommen noch Kleinigkeiten dazu, wie der, sag mal schnell. Jetzt kommen noch Kleinigkeiten dazu, wie. Bin ich total raus, Mann. Ich darf auf sowas nicht antworten, wenn mich jemand anschreibt, der nicht hier aus dem Chat ist. Darf ich nicht antworten, jetzt bin ich komplett raus. Dazu kommt jetzt noch der Gewerbeschein. Das sind, wie gesagt, 25, 26 Euro hier bei mir in meiner Region. Und ja, vielleicht noch ein Steuerberater oder was. Denke erstmal nicht. Und jetzt kommen wir zur Einnahmenseite. So, da sind wir bei der Kanalanalyse. Und ich habe tatsächlich Einnahmen gemacht, liebe Leute. Hier steht's. Ich habe im Durchschnitt, steht meine Kanalanalyse. Guck mal, wie wunderschön das alles ist, ne? Und schaut euch an, was für Einnahmen ich habe. Ich habe in den letzten 30 Tagen, ne, das muss man bei Twitch halt dazu sagen, man wird immer so
Du kriegst 100 Euro, musst du voll machen und die kriegst du dann ausgezahlt. So. Und kann ich hier meine Auszahlung natürlich ansehen, das machen wir jetzt aber gerade nicht. Wir schauen uns mal an, guck mal, was ich hier in den letzten Zeitraum für Gelder verdient habe. Durch Werbung. Ich bin ja amerikanischer Mitarbeiter. Durch Werbung. Ja, knapp 3 Dollar. Durch Prime-Abos. Ein Prime-Abo gekriegt. Und das ist ja wirklich krass. Das habe ich so noch gar nicht gewusst, dass die Prime-Abos, dass das so krass reinhaut, diese Prime-Abos, ne? So, ich habe im letzten, Durchschnitt kann ich auch mal schauen, habe ich 13 Dollar gemacht, weil mir drei Leute Prime-Abos gegeben haben. Und, so. Und natürlich habe ich mehr gestreamt. Absolut, absolut richtig. Ich habe mehr gestreamt und habe da tatsächlich 13,45 Dollar gemacht. Mein bis jetzt bester Monat, der Dezember. Ne? Januar bis jetzt. Einnahmentechnisch nicht so gut. Und es gab tatsächlich schon einen so einen tollen Emoji, den ich, die ich eingestellt habe. Ne? Kann man sich natürlich hier noch die Seite anschauen. Wie viele Leute haben sich meine Seite angeschaut? Genau. Natürlich auch ein Clip von mir und genau, das ist der liebe Prokolos. Den könnt ihr auch natürlich mal suchen. Kanäle, die was mit mir gemein haben. Das soweit dazu, liebe Leute. Ihr seht also, Einnahmen durch Werbung sind minimal und es dauert noch auf jeden Fall ein bisschen. Ich glaube natürlich, wenn ich mehr streame, gucken mir mehr Leute zu und dann passt das alles. Müssen wir gucken. Aber wie gesagt, ich bin immer wieder auf eure Kritik und eure Anmerkung angewiesen. Und ich möchte auch noch mal wirklich jetzt am Ende noch mal dieses Themas betonen. Das Geld ist auf jeden Fall ein Faktor, definitiv. Also alles, was andere, und da muss ich sagen, da habe ich mich auch jetzt hin entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele Dinge im Internet, um seinen Kanal auszubauen, um ihn zu verbessern, um ihn angenehmer zu machen, einfach Geld kostet. Ne? Absolut. Die besten Sachen kosten Geld und das ist nun mal so. Und ich möchte mein privates Geld dafür nicht ausgeben, um hier einen guten Content zu machen. Denn ich finde, ich mache schon guten Content. Ich mag meinen Content sehr gerne. Und ich habe halt nicht die Zeit dafür, einen richtig guten Content zu machen. Aber das, was ich mache, da bin ich zufrieden. Und ich bin sehr damit zufrieden, Dinge aufzunehmen und auf ein paar Dollar zu kriegen. Ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die mir da widersprechen würden. Würde ich mir gerne anhören. Das soll Spaß machen. Auf jeden Fall soll das Spaß machen. Aber ich glaube, der Spaß, der ist sowieso dabei. Ne? Ich möchte halt auch nur nicht, dass das Geld oder die Follower, ihr erinnert euch an den November-Stream, dass das Geld oder die Follower, dass das so eine Überhand nimmt, dass das mein Leben dominiert und bestimmt und mir das keinen Spaß mehr macht, das Ganze. Weil dann muss ich einen Gang zurückschalten und dann muss ich wieder weniger machen. Das ist es erstmal. Aber das Geld ist mittlerweile ein Faktor geworden. Der affiliate Zustand ist da. Ich kann was verdienen und ich kann das Geld nutzen. Und das finde ich gut. Mittlerweile. Ich erinnere mich an die ersten Videos, die ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, interessiert mich gar nicht so viel Geld, weil ich reingekommen bin, weil ich noch nicht Ahnung hat, alleine so eine Twitch-Ausstattung, dass du gewisse Bots nutzen kannst und so. Alleine das kostet wieder ein paar Euro. Ne? Alleine, dass du ein schönes Outlaw hast, dass du ordentliche Programme hast. Hier habe ich gar nicht bei meiner Rechnung mit aufgezählt gerade. Das Schneideprogramm, was ich mir besorgt habe, 40 Euro. Zack. Ne? Damit ich Videos schneiden kann und sie bei YouTube hochladen kann. Money, money, money. Geld bestimmt unser Leben und so ist es halt. Ne? Und ich bin zufrieden, wie es läuft. Und ich bin auf jeden Fall offen für jede Art von Kritik dazu oder andere Gedankengänge dazu. Definitiv immer offen.
Höre ich mir gerne an. Aber ich glaube, die meisten, die bei Twitch streamen, die hoffen irgendwann darauf, ein bisschen Cash damit aufzumachen. Jedenfalls so weit, dass sich das wieder deckt. Ne? So. Ich bin quasi im Minus. Und um das Geld auch wieder reinzukriegen, muss ich jetzt hier quasi für mich arbeiten. Und das werde ich auch tun. Und deswegen werde ich jetzt wieder öfter online sein, wieder versuchen, mehr Angebote zu machen und Content zu kreieren, der einfach sehenswert ist, der euch gefällt. Bin auch am Überlegen, wie gesagt, ich glaube wirklich, wenn ich, deswegen hänge ich so daran, ich weiß, es nervt wahrscheinlich, diese Sportgeschichte, ich sitze hier, bin total untrainiert und ich kriege ja mal. Es knackt, uiuiui, okay, das schneide ich raus. Könnt ihr mal ein bisschen was zeigen. Naja, auf jeden Fall ist das einfach so ein Faktor, das geht. Und ich muss halt auch wirklich sagen, Moment, es ist einfach irgendwie schön. Es ist irgendwie schön, so ein bisschen was zu kriegen. Ja, die Werbung ist nervig bei Twitch und ich habe es immer noch nicht raus. Also ich glaube schon, dass ich sie im Moment besser sehen kann. Es gab ja eine Zeit lang auch so ein paar Anmerkungen dazu, dass ich dann immer noch weiterrede, wichtige Sachen, obwohl die Werbung schon läuft. Ich glaube, ich habe es im Moment besser unter Kontrolle, gerade bei Twitch jetzt. Wir reden hauptsächlich über Twitch. Ne? Machen wir uns mal nichts vor. Eigentlich bin ich hauptsächlich auf Twitch. Ich bin bei YouTube gestartet, aber eigentlich bin ich jetzt auf Twitch. Auf YouTube fast gar nicht mehr. Diesen Anspruch, den ich letztes Jahr hatte, jeden Tag ein Video, der Januar ist um. Ich habe kein Video bei YouTube, glaube ich, hochgestellt. Ich habe immer noch 39 Follower. Und die Frage ist natürlich, mache ich YouTube noch weiter? Für mich hat sich gestellt. Ich habe sie beantwortet, ja, ich werde noch weiter auf YouTube auch sein. Und habe jetzt wieder ein Longplay angefangen, Mountain Blade 2. Vielleicht mal sagen, was habe ich gemacht? Habe ich jetzt angefangen. Jede Woche möchte ich dann eine neue Staffel machen. Und vor diesem Video habe ich die letzte Staffel abgenommen. Und die schneide ich wieder in kleine Häppchen und lade die wieder bei YouTube hoch. Genauso wie die Events und sowas werden nach YouTube exportiert. Ob ich mir dann irgendwann noch Zeit nehme, das zu bearbeiten. Es ist halt immer so eine Sache bei mir. Also privat. Ich liebe die Zeit mit meiner Familie. Ich liebe sie wirklich. Ich weiß, dass ich mit meiner das gerade sieht. Ja, ich weiß, sie haben viele Diskussionen. Aber ich genieße und liebe die Zeit mit meiner Tochter, meiner Frau. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und nebenbei arbeite ich deinen Job. Ich weiß, will ich nicht mehr hören. Aber es ist einfach so. Es ist einfach ein Faktor. Und dann habe ich einfach nicht die Zeit oder die Muße dann auch noch. Zeit ist vielleicht ein schwieriges Wort. Komme ich gleich nochmal zu. Aber dann fehlt mir da einfach was, mich da hinzusetzen und bei YouTube noch den Kanal schön zu machen. Schon gar, wenn mir da die Resonanz fehlt. Ne? Ich glaube, wenn ich da mehr Resonanz hätte, dann würde ich das auch mehr machen. Aber bei Twitch habe ich die Resonanz. Ich finde, ich habe super viele Leute, die mir zusehen und die auch in meinen Chat schreiben. Und das genieße ich. Und ich genieße es, immer wieder neue Leute kennenzulernen, mit denen ich irgendwas zocken kann. Jetzt hier Grüße Prokolos, Grüße gehen raus an dich. Django, ich glaube Borgo hieß der letzte, den ich da habe. Katja natürlich auch. Ey, super tolle Menschen, die ich gerade kennenlerne. Macht richtig Spaß. Marcorius, den ich kennenlernen durfte. Eisprinzessin, mein Gott. Was für tolle Leute ich zurzeit kennengelernt habe. Also Grüße gehen alle raus an euch. Und euch habe ich kennengelernt dadurch, dass ich Twitch gemacht habe. Und es bereichert mich einfach. Einfach mal jemanden kennenzulernen. Ich habe hier ganz viele Leute, hier als Prinzessin Technical auch. Lucifer fängt ja auch jetzt an, die einfach gerade dabei sind, so Informatik-Sachen richtig drauf zu haben. Ne? Hier als Prinzessin programmiert die Mod für Crusader Kings. Finde ich großartig. Einfach mal. Ich verstehe manchmal kein Wort, wenn er sich mit wem unterhält, aber ich finde es irgendwie schön. Ich habe das Gefühl, mein Horizont wird nur durch die Anwesenheit von solchen Leuten erweitert. Ne? Und das tut gut und das macht Spaß. Definitiv. Zum Thema Zeit nochmal zu.
eigentlich, wenn ich so Sachen laber wie, ja, ich habe einen Fulltime-Job und ich habe eine Familie und ich habe keine Zeit, dann ist das, stimmt das eigentlich nicht, laut meiner Philosophie. Also laut meinem Gedankengang hat man nie Zeit. Eigentlich hat man für gar nichts Zeit. Aber Zeit nimmt man sich halt. Für Dinge, die einem wichtig sind, nimmt man sich die Zeit. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wenn ihr das anders seht, haut es mir gerne in den Chat rein. Aber ich finde persönlich, die Zeit hat man nie. Ne? Also man hat immer irgendwas zu tun. Und wenn es rumgammeln ist und wenn es irgendwelche Videos gucken ist, irgendwelche Filme gucken ist. Ne? Aber eigentlich hat man immer irgendwas zu tun. Eigentlich macht man immer irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Loriot-Sketch kennt. Was machst du gerade nicht? Das stimmt auch nicht. Dieser Typ sitzt auf dem Stuhl, die Frau rennt hinten rum. Was machst du gerade nicht? Er macht was. Jeder macht immer irgendwas. Und deswegen ist meine Philosophie, Zeit hat man einfach nicht, die nimmt man sich ein. So. Und jetzt gerade zum Beispiel, also meine Frau, meine Tochter wollten eigentlich jetzt wegfahren und ich habe mir so gedacht, so, dieses Loch, was die machen, das kann ich ja wunderbar füllen, indem ich jetzt streame. Dann habe ich hier wieder den Sendeplan gemacht und so. Und ich habe so gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und wie toll das ist, diese Sachen zu machen und sowas zu organisieren und zu gucken, was mache ich dann, was mache ich dann, zu überlegen. Irgendwie ist man so ein bisschen auch sein eigener Boss und gerade als Arbeitnehmer ist das was sehr, sehr Schönes, da mal der eigene Boss zu sein. So, jetzt war es aber so, dass die Bekannte, zu der meine Frau jetzt gefahren wäre, dass die jetzt anscheinend Corona hat, Corona positiv ist und deswegen fährt meine Frau da nicht mehr hin. So. Ja, da war jetzt die Frage, schmeißt den ganzen Sendeplan über den Haufen? Und ich habe mir gesagt, nein, die Zeit nehme ich mir jetzt, um das durchzusetzen, was ich mache. Ne? Auch beim Freihaben und so, klar, gut, man kann jetzt natürlich argumentieren, dann musst du arbeiten. Aber an und für sich hast du ja immer die freie Meinung, die freien Gedanken. Weiß gerade nicht, komme nicht drauf. Hast du immer die freie Entscheidungsgewalt? Wenn dir der Job zu viel Zeit nimmt, dann darfst du kündigen. Ne? Du kannst immer alles machen. Und wenn ich Bock hätte, so und jetzt wieder zu der Sache mit YouTube, und wenn ich Bock hätte, die Videos schön zu schneiden, dann würde ich das machen. Aber ich glaube, ich habe einfach keinen Bock. Weil, wie gesagt, ich bin halt ein Mensch, der braucht positive Resonanz. Er braucht Wind in seinen Segeln, um da was weiterzumachen. Bei Twitch habe ich die. Bei Crusader Kings. Ich spiele so viel Crusader Kings. Einfach weil ich hier so viele Zuschauer habe. Und natürlich macht es mir auch Spaß. Ich spiele Warhammer einfach, weil mit dem tollen Lucky das zu spielen macht mir Riesenspaß. Mit Technical zu spielen, das macht mir einfach Riesenspaß. Gibt mir was irgendwie. Und ich glaube, darum geht es einfach. Da nehme ich mir die Zeit dafür. Das mache ich dann. Genauso wie mit meiner Frau dann einfach irgendwas gucken oder sowas, ne? Genauso ist es halt auch mit dem Sport. Man hat das Gefühl, glaube ich, das gibt einem nicht so viel und deswegen macht man das einfach. Hab ich nicht so Bock, ist so ein Aufwand. Aber halt auch wieder so ein Gedankending. Mach ich wieder beim Sport. Leute, ich muss mit dem Sport anfangen. Mach ich jetzt. Wir haben jetzt fest vorgenommen, nicht fürs neue Jahr, aber einfach zu tun, ab jetzt nach der Arbeit fahre ich zum Sport. Wenn ich Frühdienst habe, dann habe ich so mittags rum frei, nachmittags so 2 Uhr rum und dann fahre ich schwimmen. Und wenn ich Spätdienst habe, dann habe ich so meistens in der Regel um 9 Uhr rum Zeit und dann gehe ich ins Fitnessstudio. Nochmal, bis sie zumachen. Und wenn ich nur in diese verdammte Sauna gehe und dazu will ich wieder dieses Programm nutzen. Ihr seid alle echt mega herzlich eingeladen. Ich muss mal gucken, dass ich da mehr Leute finde, weil das pusht einen halt auch. Diese Sache mit den Punkten. Ach ja, die Zeit. Oh nein, wie süß. Dankeschön. Fakey. Das freut mich. Vielen Dank für das Abo. Ich weiß nicht, guckst du mir schon länger zu? Hast du übers Geld auch mehr? Hast du übers Geld mitgekriegt? Oder kommt das jetzt einfach so? Ey, super. Danke. Vielen Dank. Ich freue mich. Mega. Wunderschön. Dankeschön. Ja, Leute, und da habe ich wieder, ne, sind wir wieder 1 Euro weniger von diesem Imaginären. Ich habe ihn ja nicht wirklich, Schuldenberg, den ich mir da aufgebaut habe, um jetzt hier das Hobby machen zu können. Ne? Ich habe ja eben aufgezählt. Bitte haut mich jetzt nicht mit Prime aus, bitte macht euch selbst nicht arm. Es ist immer noch ein Hobby für mich und ich versuche es einfach nur
damit auch ein bisschen für mich selber auch zu rechtfertigen, mir die Zeit dafür zu nehmen. Neben diesen ganzen anderen riesen tollen Sachen, die man hier erlebt auf Twitch. Ne? Tolle Leute bis jetzt kennengelernt, wie gesagt. Und der, das Gefühl, der eigene Boss zu sein. Fällt mir auch sehr. Ne? Aber es funktioniert halt nicht ohne eine funktionierende Community und deswegen haut es mir in die Kommentare, wenn ich was verbessern kann, wenn euch irgendwas nicht gefällt, wenn ihr gerne was sehen wollt. Ich kann nicht versprechen, dass ich es mache, aber ich kann versprechen, dass ich es ernst nehme und du auf jeden Fall drüber nachdenke. Und vielleicht sogar mal ausprobiere. Ne? Hier, mein Schraubenzieher, den ich in der Hand halten muss. Immer wenn ich rede, muss ich was in der Hand halten. Habe ich ja schon. Okay, Leute. Ja, das sind so die Sachen, die einen auch irgendwie weiterbringen. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt, also ich glaube, mein Job ist halt pflegerisch und ich glaube deswegen, der schlaucht unheimlich. Also ich habe vorher viel mit psychisch kranken Jugendlichen gearbeitet und das war eher so ein Bürojob. Und da habe ich gemerkt, da habe ich eine andere Zeit auch dafür, ne? Muss ich halt auch mal gucken, wie lange ich diesen Job noch einfach machen kann, weil er einfach wahnsinnig anstrengend ist. Ne? Wirklich. Und dann kommst du nach Hause und dann bist du platt, dann willst du einfach nur dich hinlegen. Und das ist das Schöne hier bei Twitch. Oder du setzt dich an den Rechner und zockst was. Und das streamst du auch noch. Und dann kommt es. Jetzt, Achtung! Halt dich fest, setz dich hin! Jetzt kommt noch das Beste. Das Beste, dann hast du noch Leute, die dir dazu gucken. Und die dir eine schöne, positive Resonanz geben. Ist das nicht klasse? Wunderbar. Gut, jetzt kommt natürlich wieder die große Frage, was ist, wenn die dir keine positive, sondern negative Resonanz bringen? Ich glaube, das bringt mich dann auch noch weiter. Ich glaube, ich bin mittlerweile reflektiert genug, dass ich mich selber fragen kann, warum tut mir das und das weh und der Kommentar. Und dann bringt mich das auch weiter. Jede Krise hat immer auch die Chance, mein geborgter Laptop ausgegangen. Das sind die Sachen, wenn man sich alles so zusammen vorstellt, warum das nicht geht. Ja, schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass noch ein paar Leute da waren. Ich freue mich mega über das Prime-Abo. Auf jeden Fall, dass das bei einem Just-Chatting-Format rauskommt, Leute. Ich würde wirklich gerne mehr Just-Chatting-Formate machen. Definitiv. Also ich hätte da mega Bock drauf. Aber ich kann halt auch nur sagen, das funktioniert auch wirklich nur, wenn man Zuschauer hat. Also mich hier hinsetzen und über irgendwas Politisches reden, dann wäre das eher Podcast-mäßig. Da muss man irgendwie gucken. Funktioniert hier gar nichts mehr in dieser Entschuldigung. Ach, Leute. So, ich habe eine Stunde angesetzt, weil ich dachte, es kommt eh keiner. Jetzt sind Leute da. Habt ihr noch ein Thema? Soll man ein bisschen überziehen? Lucky hat mir gerade geschrieben, oder soll ich den Lucky mal gucken, ob der noch Zeit hat? Das war ein bisschen Warhammer zocken. Lucky, bist du einer meiner großartigen Zuschauer hier? Ist das Forky oder Fakey? Ein Fake. Also du bist ein realer Mensch. Ich habe hier gerade mit einem realen Menschen geredet. So, jetzt geht's. Alles da. Ah, liebe Leute. Ne? Und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, gerade zu sagen, macht mir das Ganze noch Spaß? Macht mir auf jeden Fall noch richtig viel. Bin sehr zufrieden und sehr glücklich mit meinen 71 Followern. Könnten natürlich mehr sein. Auf Twitch. Mit meinen 39 auf YouTube. Und mit meinen, ich glaube, mittlerweile 30 Leuten auf Discord. Ne? Ach ja, genau. Oh, das ist gut. Discord ist ein guter Punkt. Ich habe, Achtung, ich mache hier meinen Schneidefinger rein. Oh, Mist. Okay. Sekunde. Wir lassen das mal einmal so. Okay. So,
Hier habe ich was reingestellt bei meinem Discord-Channel. Und da wollte ich eigentlich auch mit euch so ein bisschen drüber diskutieren. Gut, jetzt ist keiner da. Ich will es trotzdem, der Fairness halber will ich trotzdem haben, hier drin haben. Auch damit ihr eventuell bei YouTube das da reinschreiben könnt. Und zwar, wie ich so ein bisschen meinen Discord-Server aufgeteilt habe. Und zwar habe ich den folgendermaßen aufgeteilt. Ich habe, man sieht es ja hier, ich habe hier für die einzelnen Spiele Rollen geschaffen. Ne, nehmen wir den mal raus hier. Technik. Ne, sehr, sehr gut. Also die Leute, die mit mir Sachen zocken wollen, die kriegen dann eine Rolle. StarCraftler, Waffenbro, circa drei Spieler. Und dadurch können die dann in diese Chatgruppen kommen. Das geht nur dadurch, ich habe die volle Macht. Das geht natürlich nur, wenn ich die Berechtigung dazu gebe. Das hatte eigentlich nur den einfachen Grund, weil ich nicht wollte, dass jeder mit allem zugebombt wird. Also, dass wenn jemand überhaupt, hier, was weiß ich, wenn jemand überhaupt kein StarCraft mag und nur CK3 zocken möchte, ne, und nur CK3 zocken möchte, dass der dann nicht die ganzen Nachrichten kriegt, wann zocken wir, weil ich glaube, dann verlassen Leute immer auch wieder den Server. Und das war halt einfach was, weswegen ich das so unterteilt habe. Das einfach nur kurz dazu. Das war so mein Gedanke. Jetzt ist halt die Sache, ich möchte halt diese Among Us-Sache starten. Und da suchen wir immer wieder ganz viele Leute. Und da war halt jetzt eben die Frage, macht das Sinn, da einfach, ne, meine Dauerrolle, meine Everyone-Rolle habe ich natürlich umgenannt in Leute. Weil ich immer sage, hallo Leute, na, wie geht's euch, Leute? Und deswegen heißen diese Leute auf Discord heißen Leute, diese allgemeine Rolle. Ne, damit spreche ich immer alle an. Und das ist halt das Ding dazu. Genau. Und ich muss halt auch sagen, ich glaube, ich komme so langsam zu dem Schluss, dass ich dazu entweder eine neue Rolle mache, weil das einfach dem Geist widerspricht, was ich mache. Und ich glaube, diese Among Us wird nicht mehr offiziell sein, sondern wird auch wieder unter so einer Rolle fallen. Das heißt, vielleicht kriege ich sogar auch Leute dazu, aktiver in meinem Chat dazu mitzumachen und mich mal anzuschreiben und zu sagen, ey, ich möchte gerne Among Us mitspielen, kann ich die Rolle haben, dann gebe ich die Rolle. Ne, genauso wie wenn ich, sollte ich irgendwann mal Moderatoren haben, hier sehen wir zum Beispiel die Rolle Waffenbros. Da sind ein paar drin. Hauptsächlich die Leute, die damals bei den Barbarenbros mitgemacht haben. Ne, die Let's Plays, wo die Barbarenbros, die gibt es ja leider nicht mehr. Einfach aus privaten Gründen. Liebe Leute, ich würde sagen, die Stunde ist eigentlich rum, die ich mir gesetzt habe. Ich habe meine Punkte erzählt. Das ist ja hauptsächlich hier mein kleines Kalender-Kanal-Tagebuch seit einem Jahr jetzt. Und es freut mich mega, dass ein paar Leute dabei waren. Es freut mich, wenn ihr das gerade auf YouTube schaut. Es freut mich, dass ihr euch das angesehen habt. Und ich werde weitermachen, definitiv. Ich krieg was dafür. Mir macht's Spaß und ich freue mich einfach über jedes Körnchen, das ich Positives hier rausgezogen habe. Okay, Leute, ich werde jetzt, denke ich mal, das hier so langsam beenden. Mein kleiner Autist in mir sagt, lass mal noch 45 Sekunden weiterlaufen und dann werde ich das jetzt hier gleich beenden. Hier geht's heute Abend weiter. Ja, sag mal, mit was geht's denn heute Abend hier eigentlich weiter? Dip. Machen wir's denn? Mein Kanal. Kann ich jetzt gar nicht gucken. Ja, wann geht's denn hier eigentlich weiter? Dann zeige ich euch das. Guck mal, ihr scrollt einfach in meinem Kanal runter. Und seht dann hier natürlich YouTube, Discord, Sendeplan, den braucht er ignorieren, den muss ich mal raus.
Ihr seht hier, wenn ihr runterscrollt, seht ihr Now Live und ihr seht den Zeitplan, den ich jetzt gemacht habe. So, das war's, liebe Leute. Ich verabschiede mich ganz herzlich. Es war mir ein Fest. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt mich gerne supporten. Lasst mir ein Follow da. Auf Twitch, lasst mir ein Abo auf YouTube da. Lasst ein Like unter dem Video da. Schreibt unter die Kommentare. Und vor allem, macht euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal gerne wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.